Bundesregierung hat sich in der Bewältigung der Energiekrise bisher redlich bemüht. Sie hat versucht, Schutzschirme aufzuspannen, und das müssen wir deutlich anerkennen. Aber im Grundsatz hat sie an sehr vielen Stellen nur herumgedoktert. Zu langsam, zu bürokratisch, zu viel Gießkanne statt zielgenauer Hilfen für Bedürftige und zu viel Kurieren an Symptomen statt Bekämpfen der Ursachen. Wir fordern die Ampelparteien auf: Agieren Sie schneller, machen Sie es einfacher und vor allem legen Sie die ideologischen Scheuklappen ab. Wir brauchen ein modernes Einwanderungsrecht. Wir müssen aber auch um Deutschland werben. Wir müssen wirklich dafür werben, dass Deutschland auch ein modernes Einwanderungsland ist. Wir sind in großer Konkurrenz zu vielen anderen Ländern, vor allem zum englischsprachigen Raum. Und wir brauchen, das haben wir gerade auch gehört, und da freue ich mich sehr über die Unterstützung auch von Ihrer Seite, sichere Bleibeperspektiven für Menschen, die hier sind. Und ein wichtiger Beitrag dazu wird das Chancenaufenthaltsrecht leisten, was wir jetzt schon durchs Kabinett gebracht haben und ich hoffe zum 01.01.2023 dann auch da ist. Da geht es darum, dass geduldete Menschen auch endlich eine Perspektive haben auf eine Beschäftigung, auf einen sicheren Aufenthalt, auf Integrationskurse. Auch Integrationskurse wollen wir öffnen für alle. All das sind Schritte in die richtige Richtung. Selbst in einer international ausgerichteten Stadt wie Hamburg gehört Englisch nicht, weder in der Verwaltung noch in den meisten Unternehmen, zu einer gelebten Standardsituation. Und das ist für ganz viele ein ganz großes Thema. Es gibt Länder innerhalb von Europa, die da schon wesentlich besser aufgestellt sind, die die Digitalisierung besser vorangetrieben haben. Das ist ja auch so ein deutsches Thema, glaube ich. Auch an der Stelle sind wir da ein bisschen hinten an. Aber auch die einfach ein bisschen hemdsärmeliger an den Prozess rangehen, die einfach sagen, zugunsten der Schnelligkeit verzichten wir vielleicht auf aufwendige Verfahren. Zum Beispiel in Irland oder auch in den Niederlanden gibt es auch die Möglichkeit, Arbeitgeber zertifizieren zu lassen. Diese Arbeitgeber können dann einen bestimmten Status erlangen, sind überprüft worden von der Behörde und sind praktisch ein vertrauensvoller Partner. Und für diese Arbeitgeber geht es dann sehr viel schneller. Da werden weniger Prüfungen durchgeführt. Also es gibt verschiedene kreative Möglichkeiten, um das Ganze zu beschleunigen. Ich habe die Novelle auch mit großer Aufmerksamkeit gelesen, geht total in die richtige Richtung. Aber ich glaube, vielleicht noch nicht entschlossen genug. Ich glaube, wir kümmern uns insgesamt zu wenig darum, dass junge Menschen, die ein Studium begonnen haben, die abbrechen, die fertig sind, in Deutschland dann einen guten Anschluss finden. Und dazu gehört natürlich ganz zentral auch die Zusammenarbeit der Universitäten mit der Wirtschaft. In Praktika zu gehen, duales Studium ist ein Stichwort. Es gibt inzwischen an vielen Universitäten gute Ansätze, viel stärker mit der Wirtschaft zu kooperieren, auch in Weiterbildungen dann später zu gehen. All diese Dinge führen natürlich dazu, dass Menschen auch hier bleiben, dass sie Perspektiven haben, dass sie weiterarbeiten wollen. Und wir haben auch immer wieder die Diskussion mit Unternehmensvertretern, müssen eigentlich noch so viele jetzt an die Universitäten und Hochschulen gehen oder können wir nicht sehr viel stärker auch die dualen Ausbildungsstudiengänge befördern oder eine klassische Ausbildung, die jetzt, denke ich, auch wieder sehr viel attraktiver wird, weil sie schneller zum Erfolg führen kann und vielleicht auch monetär am Ende einem mehr Spielräume gibt. Das sind, glaube ich, Diskussionen, die wir jetzt führen müssen. Da erhoffe ich mir natürlich auch, gerade beim Nachholen von Bildungsabschlüssen, dass wir einen großen Teil von Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die vor allem auch in einem gewissen Alter hierher gekommen sind, beim Thema Weiterbildung, aber auch bei den Jüngeren dann mit den Bildungsabschlüssen, dass wir die Menschen dann so besser auch an den Arbeitsmarkt bekommen, anstatt sie ständig in irgendwelche Maßnahmen zu stecken, in Hilfsjobs, wo sie ganz schnell wieder rauskommen, sondern wirklich Perspektiven aufbauen, dass sie dann auch langfristig am Arbeitsmarkt bleiben. Das ist auch eine Aufgabe der Unternehmen, dafür zu sorgen, dass Menschen in den Unternehmen möglichst lange gesund bleiben, Gesundheitsschutz, Eingliederungsmanagement, all diese ganzen Themen, Frage eines guten Reha-Systems. Aber wir brauchen ältere Menschen dringend am Arbeitsmarkt und das ist eine Aufgabe von allen Beteiligten. Ich glaube, wir müssen alle mitnehmen. Was könnte auch integrativer wirken als Arbeit? Also zu arbeiten ist, glaube ich, der beste Punkt, um in einem Land anzukommen.
Tatsache ist, wir haben überhaupt kein Erkenntnisproblem. Die Erkenntnisse sind seit langem bekannt. Unser Problem ist, dass diesen Erkenntnissen keine Taten folgen. Und deswegen haben wir auch sehr bewusst eine Art Weckruf, einen mindestens seufzenden, wenn nicht sogar ärgerlichen Weckruf, endlich handeln über diese Veranstaltung gestellt.